So, liebe Freunde von Permatogo, so sieht die Regenzeit auch aus. Es fühlt sich irgendwie auch an wie Wochenende. Trübe Stimmung, ganz leichter Niesel, wir haben es vor 25 Grad. Das Video wollte ich eigentlich heute draußen machen, aber das kommt mit der Technik nicht ganz so cool. Da haben wir jetzt hier mein Standbild auf meinen Kaffee, meine rote Banane. Da unten wächst ein Cordia-Bäumchen. Das ist ein Baobab. Da gab es auch schon ein Video drüber. Das ist ein Acha, eine heimische Nuss von hier oder Nationalfrucht von Jamaika auch. Ich bin übrigens in Togo, Perma-Togo. Ne? Das ist eine Avocado, die ich dieses Jahr getrimmt habe und wo sich gerade eine Maracuja, eine Passionsfrucht, hochregelt. Außen drumherum um diesen Bereich hier ist meine Baumschule zu finden. Da ist ein weiterer Café. Und da hinten geht es zum Hühnerstall. Farmhaus und die Küche ist dahinter. Ja, kurzes Update mal wieder. Ich hatte die letzten Woche einige sehr interessante Gäste. Viele Overländer, Europäer aus allen Regionen. Und einige Volontäre und Besucher, die ich halt so auf der Straße aufgegabelt habe. Wie zum Beispiel den Benoit, der einen YouTube-Channel hat, La Vadrouille. Und hat da auch ein Video hier über das Projekt Permatogo gemacht. Ich habe mal die Ansicht gewechselt, weil es wird ja sonst langweilig. Auch hier haben wir noch mal einen Kapok, diesen stacheligen, wo man die Blätter essen kann. Das ist noch mal eine rote Banane. Da ist zwei Moringa sind da. Kleiner Kaffeestrauch. Das hier ist ein großer, schöner Baum. War früher mal Hundehütte hier drüben. Und das natürlich der immer noch nicht Radmuttern reparierte Steier. Da hinten, wie gesagt, mein Food Forest. Die Besucher haben sich alle sehr gefreut, wie ich mich hier in der Natur einbringe, einsetze, was ich alles schon geschafft habe, gerade auch zum Thema Wassermanagement, Wasser organisieren, Teiche bauen und einfach diese Regenüberflussmöglichkeit nutzen, um in der Trockenzeit ein bisschen weiter voranzukommen. Den ganzen Haufen Bananen und so, was ich dies Jahr schon gepflanzt habe, das sind ja auch alles noch Biomasse und Wasserspeicher fürs System. Das Projekt Permatogo, mal kurz zusammengefasst, befasst sich hier auf den klimatisch doch ein bisschen milderen Bergen mit einem Stück Land, wo die Abholzung und Erosion Schlimmstes erledigt hatte. Ich habe hier fast 5 bis 10 cm Oberboden nur und der Rest sind Steine und Felsen. Und dementsprechend versuche ich das Ganze für die Nachbarn sichtbar wieder herzurichten. Und wenn das funktioniert, dann können sich vielleicht auch mal ein paar Leute mehr mit dem Thema Permakultur befassen hier unten. Also eine Art Ausbildungsfarm, Fortbildungsstätte und Begegnungsort für Leute, die Permatogo besuchen wollen, mitagieren wollen, mitmachen, mitleben, planen wollen. Wir haben Platz ohne Ende, helfende Hände immer gefragt. Mit Aussicht auf den Hühnerstall ist Permatogos gesunde Küche auch regional, saisonal, biologisch um die Ecke. Wir haben quasi Bratente, eigene Eier, Spanferkel, es gibt Truthähne und auch sonst wird in der Küche jedes mögliche Nahrungsmittel aus der Gegend hier traditionell verarbeitet. Also wir kochen auch Soßen aus Palmkernen und Baobab und Kapokblättern und sowieso die Maniokpflanze. Hier dann mal eines der weniger vorzeigbaren, aber trotzdem wichtigen Projekte im Projekt Permatogo, Südhang. Da hinten geht es zur Piste runter und hier ist nichts als felsiger, steiniger Boden. Da sind jetzt bei jedem der kleinen Bambusspieße um die 200 Tech und Cordia, Terminalia superba und etliche weitere Wildbaumsorten wie Sangera und den Nebenbaum auch, die relativ schnell und hart auf Wurzeln in nur Gestein bringen können. Permatogo, Aufforstung. Hier bei mir auf dem Hügel. Am Ende der Piste, den Berg hinauf zu den Dani-Plateau, ist dann auch mein Eingang vom
Fußweg der Permatogo-Farm. Nur ein Katzensprung vom Golden Eye Hotel hier den Hügel hinauf. Ab zur Farm Permatogo. Oder auch an dieser Aussicht nach Süden vorbei. Wenn die Wolken nicht wären, könnte man bis zum Mount Dagu schauen. Oder mit dieser Ansicht auf der anderen Seite der Haupteingang von Permatogo mit dem Termitenhügel auf der Piste nach Dani Peto. Da hinten ist das Schild für die Ecurie, also den Pferdestall, der sich hier im Anschluss an das Projekt befindet. Hier im Eingangsbereich gegenüber der Weide soll dann zukünftig auch irgendwann mal ein Restaurant Gäste locken. Da steht jetzt gerade der Mercedes-Geländewagen mit Radlagerproblemen und mein Bauhelfer des Dreirad hat zwei Platten. War doch zu viel Sand geholt letztens. Meine öfters schon gezeigte Schweinezucht und die Esel sind neben der Baumschule, die wir hier im Bild sehen, natürlich das wichtige Standbein auch für Permatogo. Da im Hintergrund, wie gesagt, die Außenküche aktuell, bevor das Restaurant-Träumchen irgendwann erfüllt ist. Und hier in der Baumschule gibt es dann alle möglichen Anzuchten von Corosol, Jacquier, Brotbaum und Papayapflanzen, Pampelmusen sehe ich da hinten. Der Eselstall hat jetzt auch fast schon einen kompletten Zaun ringsrum. Wobei ich sagen muss, auch da haben sie die Schwachstelle gefunden und heute früh diesen kleinen einbetonierten ausgehebelt. Also meine Eselchen mögen die Freiheit, die sind tagsüber noch Freigänger. Das werde ich wahrscheinlich ein bisschen ändern müssen. Und auch hier zum Thema Eselfarm, Eselbetreuung und so weiter werde ich demnächst nochmal eine Annonce stellen. Der Winter kommt. Wer sich hier auf Permatogo mal Urlaub gönnen möchte und mit meinen Eseln ein bisschen Ausbildung und mit mir vor allen Dingen betreibt, gerade auch wie man die nützlich einsetzen kann in Bezug auf Transport und eine kleine Karre vielleicht. Herzlich willkommen bei uns hier in Togo. Wasser von einem hydraulischen Widder, einer Widderpumpe unten im Bach mit einem aufgebauten Stausee, da habe ich auch schon einige Videos zu online, versorgen mich hier täglich mit knapp einem Meter. Heißt, bei 5 Meter Durchmesser sind das um die 15.000 Liter am Tag. So läuft das denn 24/7 ohne Einsatz von Strom oder sonstigen. Einfach mit der Wasserkraft selbst. Man da unten übrigens schwimmen drin Wasserhyazinthen, die Biomasseproduzenten und Lichtabdeckung für diesen doch nicht ganz so natürlichen Teich sein sollten. Direkt dahinter mit derselben einschläfernden Geräuschkulisse ist dann eines unserer Pavillons, unser Pajotten im Bau. Ist einfach noch nicht die Zeit für Strohernte, deswegen musste da behelfsmäßig jetzt eine Plane drüber gespannt werden. Ansonsten ist das bald Besucherbereich bei Permatogo. Wie angesprochen sind helfende Hände für Urlaub gegen Hand oder was auch immer sehr gerne gesehen. Ich habe hier zum Beispiel auch noch einen Unterstand, der für mein Strohlager in der nächsten Regenzeit dann dienen soll. Naturnahes Bauen ist mir ein Thema, also alles schon aus den Teckholzplantagen, lieber als irgendwelche Wildbäume fällen für Stecken und so weiter. So natürlich wie möglich, wie gesagt, auch viel mit Lehm und Bambus bauen wir hier einige weitere Konstruktionen, also nicht nur Pavillon und Ställe und ja, Zeltunterstände. Zeltunterständen wie diesem hier mit bester Aussicht da unten aufs 500 Meter tiefer gelegene Tal. Im Sommer dann auch mit einer Matratze unterm Baum. Moskitonetz eigentlich nicht nötig. Wir haben keine Mücken hier auf 800 Meter. Dafür aber alles andere mögliche Insektengetier. Also nochmal der Aufruf. Kommt nach Permatogo. Hier ist immer was zu tun. Als freiwilliger Praktikant, Reisender oder einfach Besucher auf Zeit. Mit Blick da unten auf die nächstgrößere Ortschaft Pele, K-P-E-L-E, Ele, Pele, Ele, im Plateau
ich da hinten die Regenwolke kommen sehe. Also, schöne Grüße aus dem Paradies.